Yo Leute, was geht ab? Ich bin's wieder, euer Mindful und heute Krasnodar gegen den ersten FC Köln. Das erste Spiel haben wir ja gewinnen können. Ich glaube, es war ein 3:0, was wir da feiern konnten. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, wie wir hier weiter verfahren nach dem Spiel in Sachen Transfers. Wir beginnen erstmal mit dem Spiel. Wollen natürlich hier den nächsten Sieg. Ah, hier ganz schön vom ersten FC Köln und Bittencourt. Da sehen wir es nochmal wunderbar. Das 1:0 von Leonardo Bittencourt. Er wird auf jeden Fall bei uns bleiben. Ich werde auf jeden Fall alles dran setzen. Ich habe mir nämlich Gedanken gemacht, wie ich verfahren kann. In Sachen Torwart. Dazu erfahrt ihr nach dem Spiel mehr, was wir machen werden. Es ist auf jeden Fall, Timo Horn wird verkauft werden. Und ich finde, dieses Jahr mit FIFA, die Legende ist nicht so gut. Weil wenn ich an FIFA 17 zurückdenke, Legende, da wusste man echt nicht mehr ein noch aus. Aber wir haben ja auch viel bei FIFA 17, glaube ich, habe ich viel auf Halbprofi gespielt, statt auf Legende. Aber egal, ich finde Legende jetzt nicht so krass, dass man sagen kann, ui, schwer, schwer, schwer. Und was Bittencourt da macht, eieieiei, sage ich jetzt mal nichts zu. Ja, in der Liga werden natürlich auch viele Spiele von mir simuliert werden und nicht immer nur spielen. So, Gomez. Harisse. Fürs rechte Mittelfeld brauchen wir auf jeden Fall auch noch einen Ersatz. 2:0. Schöner kann es doch nicht sein. Eggestein, unser Neuzugang. Macht auch sein erstes Tor im FC-Dress. So, Risse natürlich super Mittelfeldspieler. Aber ich werde da gucken, noch einen guten Ersatzspieler holen für Risse. So, Johannes Eggestein. Auch mit seinem ersten Treffer im Turnier. So, kommt Jungs. Come on, FC. Also so gut ist die Mannschaft aber auch nicht in der Ballannahme. Er kommt. So, wunderbar. So, Rausch wird natürlich auch noch verkauft werden. Ebenso werde ich Timo Horn versuchen zu verkaufen. Hab auch schon einen guten Ersatzkeeper. Ha, schade, Jojic. Hab schon einen guten Keeper im Blick. Es wird nicht, wie im letzten Part angesprochen sein, Tim Boss von Fortuna Köln sein. Lasst euch gleich einfach überraschen, wen ich versuchen werde zu verpflichten. Ich werde auch meine Scouts ein wenig umstellen. Ah, Gomez. Sehr gut. Auch wenn er noch nicht so. Komm, aufstehen. Ah, schade. Ah. Ja, da merkt man doch dann schon, dass Legende lassen sich dann nicht so einfach den Ball abnehmen. Ja, komm, pfeift. War klar. Also das von Hector pfeift. Aber zwei Top-Transfers haben wir ja schon gemacht mit Gomez und Eggestein. Ah. Gomez hatte ich ja für 1 Million geholt von Manchester. Ah, schade. Gute Chance, fast das 3:0.
Ich hoffe natürlich, dass sich meine Spieler auch super entwickeln werden. Werde sie natürlich mit ins Training einbinden. Oh, und Eggestein. Ach, schade. Wieder gute Chance. Demnächst werde ich die Videos auch ein bisschen zurecht stutzen, dass dann so langweilige Sachen, das Hin- und Herlaufen, nicht mehr mit drinne sein wird. So, dass ich dann in einem Part vielleicht drei, vier Spiele drinne habe. Denn wir sind ja in dieser Saison mit im UI-Cup. Ich hoffe, dass wir die nächste Saison wieder mit vertreten sein werden. Zumindest in der Euroleague. Ja, schade. Kommt, Jungs. Oh, ganz stark da Bittencourt und Gomez. Da hoffe ich, dass ich keinen Fehlkauf gemacht habe. Und ich glaube es weniger. 3:0 für den ersten FC Köln durch Gomez. Ja, herrlich, herrlich, herrlich. 3:0 gegen Krasnodar. Und er will jetzt schon Gomez auswechseln. Werde ich aber nicht zulassen erstmal. Gomez muss die Halbzeit durchhalten, genau wie die anderen Jungs, bevor wir hier einen Wechsel starten. Ja, komm, stell dich nicht so an. Ja, jetzt pfeift er natürlich. Mann, Schiri, Schiri, Schiri. Jetzt will er Bittencourt austauschen gegen Handwerker. Machen wir natürlich auch nicht. Alle müssen durchhalten, zumindest eine Halbzeit. Klar, letztes Spiel. Ja, 3 Minuten, ihr habt es gehört. Ja, Gomez. Und Gomez mit dem 4:0. Ja, und läuft dann auch noch in die Krasnodar Ecke, wo nicht ein einziger FC-Fan sitzt. Natürlich nicht gern gesehen von den Fans. So, was gibt er jetzt für einen Vorschlag? Gomez gegen Zoller. Also was der für Vorschläge. Mal klar, Zoller kann auch auf der Zehner spielen, aber nicht bei mir. So, Halbzeit. Wir schauen mal. So. Eggestein wird rauskommen für Zoller. Clemens für Risse. Dann kommt Özcan für Hector. Maro bringen wir für Heinz. Beziehungsweise, das wäre ganz schön doof. Klünter ist angeschlagen. Außen kann auch Maro spielen. Links. So, Lehmann für Jojic. Bittencourt kommt ebenfalls raus. Für Handwerker. So haben wir einen vollen Wechsel durchzogen. Und dann starten wir einfach mal in die zweite Halbzeit. Ja, noch grinst der Timon. Ihr seht es hier. Zack, zack. Da noch ist er am Grinsen, aber nicht mehr lang im FC-Trikot. Wenn wir ihn verkauft kriegen. Das ist natürlich die Sache. Kriege ich ihn verkauft? Er ist noch in dieser Transferperiode. Denn ich habe ja noch Müller auf der Bank und den Kessler auf der Bank sitzen. Na, jetzt bringt mir ja Horn 31 Millionen, glaube ich, hat er ja Marktwert. Ah, Maro, wunderbar. So, Pizarro, du alter Mann. Dein Vertrag würde ich am liebsten auflösen. Aber vorher machen wir ganz klar das 4-5-0 sogar. Sehr schön, ich glaube Handwerker war es. Ja, Handwerker macht das 5-0. Ebenfalls sein erstes Saisontor für den ersten FC Köln. Nice Scheiß. So, kommt. Ja, die Fans sind am Feiern.
Ah. Also entweder ist Legende echt schwach geworden. Nochmal Ecke, gut. Entweder ist Legende ziemlich schwach geworden oder die Mannschaft ist zu schlecht. Also die anderen Spiele, die ich gemacht habe, auf Legende waren bedeutend schwerer. Also da hatte ich echt zu kämpfen. Deswegen glaube ich mal eher, dass Krasnodar nicht so jetzt die Wundermannschaft ist. Gut, Einwurf FC. So, komm jetzt raus. Zeig mal, was du kannst. In Wirklichkeit kannst du ja derzeit gar nichts. Ah. Ah, schade. Gut gehalten, gute Parade. So, Clemens mit der Ecke. Scharf rein. Erstmal abgewehrt. Gut, Chance vertan. So, Handwerker, da werden wir noch was arbeiten müssen. Ja, und erstmal den Seitenwechsel. Ja, was war das? Aber Clemens setzt sich durch. Aber ich mache genau das, was der FC auch in Wirklichkeit tut. Einfach die Chancen nicht gut genug verwerten. Ach, Mann, Mann, Mann. Ja, Ballbesitz 51 zu 49%. Und wieder Clemens. Ne, Zoller war es diesmal. Den will ich ja auch verkaufen, wenn es möglich ist. So, komm, FC. Ah, mal sehen, Clemens. Also, diese Chancen, die ich da nicht verwerte, wenn ich gleich einkassiere, brauche ich mich nicht zu beschweren. Ah, die ist gut. Ah, gut nachgesetzt, aber leider nichts draus geworden. Ah, krass, nur da steht jetzt auch sehr tief. Und Safonov, eigentlich ein klasse Keeper, wenn ich das so sehe. Ah, gut gemacht. Guter Versuch hier von Clemens. Dann grätschen wir einmal daneben. Also Clemens wird auf jeden Fall wegkommen. Keine guten Ecken. Wow. Pizarro, so wie es aussah. Mit dem 6:0. Ah, herrlich, herrlich, herrlich. 6:0 der erste FC Köln gegen Krasnodar. So, 3 Minuten gibt's noch mal oben drauf in dem zweiten Gruppenspiel. Und wir kriegen irgendwie nicht den Ball hier weg. Und da pfeift er ab.
Köln gewinnt 6 zu 0 gegen Krasnodar. Was wollte ich mehr? Da sehen wir es nochmal. Sauber, sauber, sauber. Also Celta Vigo gegen Leicester. Da bin ich mal auf die Partie gespannt. So, Laie abgelehnt von Clement. Ah, zum Stillstand gekommen. Ja, Konstantin, bitteschön, dass du spielen durftest. Celta Vigo gewinnt ebenfalls. Gegen die müssen wir noch ran. Gegen die müssen wir auch noch ran, aber so wie es aussieht, könnten wir eigentlich schon fast sicher weiter sein. Wenn wir in Krasnodar gewinnen, kommen die ebenfalls auf 6 Punkte. Und für den ersten Platz würde uns eigentlich schon ein Unentschieden reichen. So, wir gehen erstmal in die Mannschaft, in die Teamzentrale, werden Timo Horn auf die Transferliste setzen. So, wir gehen einen Tag weiter. Nationaltrainer, ich wollte Ihnen gratulieren. Oh ja, Dankeschön für die Gratulation. Ich werde gegen Celta Vigo jetzt einfach simulieren. Hoffen wir auf einen Sieg gegen Celta Vigo. Und die verschießen erstmal den Elfmeter. Und schon 2 gelbe Karte und Bittencourt in der 37. mit dem 1 zu 0 für den FC. Hector sieht gelb. Bittencourt mit dem 2 zu 0 und das sollte doch reichen gegen Celta Vigo. Köln gewinnt das dritte Gruppenspiel ebenfalls mit 3 zu 0. Ja, aktualisiere Daten. Wir gucken einmal, wir müssen gegen Malaga ran. Zur Tabellenansicht. Ja, Celta Vigo ist trotzdem weitergekommen, da Leicester nochmal gewinnen konnte. Und Newcastle und Malaga ebenfalls weiter. Gut, wir können in die Spielerentwicklung. Da kommt auf jeden Fall Eggestein, den wir trainieren werden. So, dann gehen wir erstmal hier auf den lieben Handwerker. Ja, viele, viele Spieler. Ich weiß gar nicht, wie ich die alle trainieren soll. So, Gomez. So, dann nehmen wir hier noch den lieben Horn. Ja, im Tor brauche ich gar keinen zu trainieren. Erstmal. Und Nate werden wir ebenfalls trainieren, alles simulieren. Und jetzt werde ich es wagen. Ich habe ihn ja auf der Transferliste, den lieben Timo Horn. Hoffen wir auch auf die ersten Angebote für ihn. Ja, Turnierpreisgeld 1,3 Millionen. Nochmal obendrauf. So, Spieler suchen. Wir werden uns einen Torwart holen. So, Bundesliga. Er spielt bei Bayern München und ich denke, ihr werdet es schon wissen, wen ich versuchen werde zu verpflichten. Genau, Christian Früchtl, Top-Talent aus Bayern. Ihn werde ich jetzt versuchen zu verpflichten. Ein Versuch kostet nichts. So, Früchtl, 2,6 Millionen Freigabesumme. Ja, sie werden ihn nicht verkaufen, aber wir können direkt verhandeln, wenn wir 2,6 Millionen Euro bezahlen für ihn. Das mache ich auch und werde jetzt mit ihm verhandeln. Ich hoffe, dass ich eine gute Verhandlungsstrategie finde für ihn. Und Perspektivspieler ist schon mal in Ordnung. Damit kriege ich ihn auf jeden Fall gelockt. So, die Teamrolle läuft. Ich werde versuchen, 4 Jahre ihn zu binden. Und jo, das klappt auch. Die Freigabesumme werde ich übergehen. So, Freigabesumme konnten wir übergehen. Er möchte einen Einstiegsbonus von 110.000 und 8.700. Wir gehen auf 9.000 hoch und auf 100.000 runter. Und komm. Schlag ein, Jung. Und er nimmt das Angebot an. Wir haben Christian Früchtl für den 1. FC Köln binden können. Er hat den Vertrag akzeptiert. So.
Das heißt, wir haben einen neuen Keeper. Ich wollte jetzt dann gerade noch die Scouts einmal anpassen. Ah, nicht so schnell. So, Scout-Aufträge. So. Stürmer kann er mir suchen. Stammspielerqualität. So, er soll mir aber bitte, jetzt muss ich gerade mal gucken, wie man das macht. Auftrag bearbeiten, da haben wir es doch. Vertrag auswählen. 0 bis 5 Monate. Alter ist egal. So. Nein, nicht die Stammspielerqualität. Ich habe es noch nie gemacht. Sorry dafür. Okay. So. Neuer Auftrag. Jede Position. Vertrag. Altersbereich. Machen wir mal 16 bis 25 und alle Positionen. Somit sucht er mir jetzt natürlich nur die restliche Vertragsdauer. So, Stammspielerqualität, okay. Damit haben wir das. Ich hoffe natürlich jetzt auf den ersten Leihangebot für Özkan. Ja, Nürnberg nehmen wir an. So. Und nochmal einen Tag weiter. Immer noch kein Angebot für Timo Horn. Aber ich würde sagen, wir reden nicht viel. Wir spielen gegen Malaga und starten direkt rein. Und da sind wir auch schon im Old Trafford Stadion. Erst FC Köln gegen den FC Malaga aus Spanien. Köln wie immer in den gelben Trikots haben wieder den Anstoß. Und wir wollen jetzt natürlich ins Finale. Wir haben schon weit geschafft. Und versuchen natürlich direkt mit einmal Gas geben. Und dritte Minute. Leonardo Bittencourt mit dem 1:0. Das ist natürlich ein Traumstart hier. Für den ersten FC Köln. Und dann nochmal klasse gemacht von Risse. Und Bittencourt kann Vollstrecker spielen. Vollstreckt zum 1:0. Sein viertes Tor bereits. Gut. Weiter geht's. Ah. Mist. Mist, Mist, kommt, Jungs. Ja, Früchtel habe ich natürlich jetzt vergessen einzusetzen. Ah, und da pfeift der V-Spiel. Ja, Transfer bestätigt 81 Millionen von Everton nach Manchester zu United, Lukaku. Das sind natürlich noch Wunschbeträge bei mir. Und jetzt mal der Konter über Bittencourt. Los, Bittencourt. Ja, warum läuft da keiner mit, lieber FC? Da müsst ihr mitlaufen. Ja, komm. Ja, da muss erst Sörensen kommen, der dann da zum Einwurf klärt. Also in der Verteidigung sind wir natürlich schon mal sehr gut aufgestellt. Mit Sörensen, Heinz in der Innenverteidigung und Gomez. Ja, den Kopf nicht hängen lassen, mein Freund. Weiter geht's. Ja, es sind zwar noch Spieler, die gerade mal noch unter der 70 sind, aber ich hoffe natürlich, dass sie sich auszahlen werden. Es sind ja Talente, Top-Talente auch hier in FIFA 18, die sich nach einiger Zeit dann
natürlich auszahlen. Ah, komm. Lieber Hector, geh zum Ball hin. Ja, Gomez ist natürlich noch nicht der schnellste. Und klar, mit dem Kopf durch die Wand wollen, klappt auch nicht immer. Ah, schön gerettet da. So, Klünter, unser Linksverteidiger. Ja, der Versuch ist da auf das 2-0. Ja, anders wusste ich mir nicht mehr zu helfen. Von hinten in die Beine. Das ist ganz klar rote Karte für Jonas Hector. Damit fehlt mir Hector im Finale. Aber ganz klar, von hinten in die Beine. Nur auf die Beine geachtet. Ha. Mal sehen, wen wir dann spielen lassen statt Hector. Aber man kann auch mit 10 Leuten das Spiel gewinnen. Und lieber Schiri, das war doch ein Handspiel. Ganz klares Handspiel habe ich da gesehen. Jetzt kann ich hier natürlich keinen Rudel bilden. Wie es ja in Wirklichkeit jetzt gewesen wäre. So, Malaga natürlich jetzt im Vorteil mit einem Spieler mehr. So, gleich Halbzeit, dann können sich meine Jungs ein bisschen ausruhen. Aber erstmal nochmal der Angriff. Überrisse. Oh. Bittencourt schafft es einfach nicht auf das 2-0. Schön gemacht, aber auch sehr gut gehalten. Ja, und da fehlt jetzt natürlich der liebe Jonas Hector. So, 3 Minuten nochmal oben drauf. So, und Eggestein. Ah, schade. Wäre ein guter Versuch geworden. Aber wir gehen mit einem knappen Ergebnis in die Halbzeit. Mit einem 1-0. Ja, Hector leider die rote gesehen. Ich habe auch leider jetzt keinen anderen mehr mitgenommen. Immer noch die gleichen. So, wir nehmen Bittencourt runter. Sehr viel gelaufen. Eggestein für Zoller. Gomez auch. Super Spiel bisher gemacht. So. Dann bringen wir noch Clemens rein. Ja, ich hoffe, dass Özkan wirklich ausgeliehen wird. Aber wir brauchen auch noch einen Ersatz hier für den lieben Bittencourt, falls der sich mal verletzt. Dass wir da auch noch einen Ersatzmann haben. Jetzt noch Özkan und Lehmann auf der Bank. Und ich glaube, noch einen. Oh, und das war natürlich ein Fehler, aber auch von mir jetzt der Fehler. So, komm, FC. Zeigt, was in euch steckt. Ja, schön den Ball geholt hier. So, Konstantin Rausch. Oh, was war bitte das? Also Zoller ist nicht für die Flanken gemacht. Gibt Abstoß. Und immer noch ganz knapp nur 1-0. Ha, schön gedacht da von Pizarro.
Da bin ich auch froh, wenn wir ihn los haben, den werden wir ja nicht mehr verkaufen können. Und immer wieder dieser Frederik Sörensen. Oh, und starkes Doppelpassspiel. Ah, da können wir den Ball nicht mehr gut verwerten. Und jetzt müssen wir erstmal wieder das Loch finden. Und hätte meiner Meinung nach Ecke geben müssen. Gibt aber nur den Abstoß. Also ich denke manchmal, ich bin näher am 2-0 als die Malaga-Jungs dem Ausgleich. So, jetzt nochmal Tim Handwerker setzt sich da durch, aber beim zweiten bleiben wir wieder hängen. So, kommt Jungs. Sehr stark gemacht wieder. Also Sörensen und Heinz in der Innenverteidigung. Sehr gutes Gespann, nenne ich es mal. Und Rausch, was macht der denn da? Ah, Zoller, 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 Zoller. Den hättest du machen müssen eigentlich. Malaga mehr Ballbesitz wie der 1. FC Köln. Wundert mich ein bisschen. So, wir werden nochmal wechseln. 75. Minute. Wir nehmen Jojic raus. Und zwar für Lehmann. Özkan für Pizarro. Da wundert es mich ein bisschen. Und Maro für Heinz. Pizarro gut angeschlagen. Obwohl der gar nicht so viel gelaufen ist. Aber egal. Wir haben jetzt den Wechsel gemacht. Nochmal drei frische Kräfte ins Spiel. Und da hätten wir fast, aber auch nur fast, das 2 zu 0 erzielt. Der hätte gepasst. Nee, 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 nee. Lieber FC, also wir müssen echt was an der Chancenverwertung machen. Ja, wie sowas dann von Özkan. Deswegen hoffe ich, dass eine Laie ihm guttun wird, um stärker zu werden. Na komm, Lehmann, setz dich durch. Und jetzt nochmal Handwerker. Und kein Abseits. Und das 2 zu 0. Toller, so wie es aussieht. Ah, da klasse gemacht von Handwerker. Klasse Überblick, zack. Und Zoller kann dann den Vollstrecker da spielen. 2 zu 0, das ist das Finale. Und das nur mit 10 Leuten. Seit Mitte der ersten Hälfte. Klar, Malaga musste ein bisschen natürlich auch öffnen. Das merkt man auch in FIFA 18. Dass wenn die KI in Rückstand geraten ist. Komm, umdrehen und weiter. Also, weißt du. Und es gibt Elfmeter. Es gibt Elfmeter. Das habe ich ja noch nie erlebt, dass ich einen Elfmeter kriege. Und er scheint ohne Karte davon zu kommen. Ich habe jetzt aber auch nicht gesehen, was er gemacht hat da. Okay, er hat ihn weggeschubst. Gut. Wir treten an mit dem Schützen. Wen nehmen wir denn da? Ich möchte es nicht Zoller machen lassen. Clemens eine 79. Wir lassen Lehmann schießen. Es wird ja unter Umständen sein Abschiedsspiel sein hier. Und in den Winkel rein. Matze Lehmann.
noch mit dem 3:0. Zack und schön in den rechten Winkel. Das Ding geknallt. 3:0. Ah, gut gedacht. Ah, das Spiel ist jetzt aus. Horn hatte nicht einen Ballkontakt in diesem Spiel. Und da ist der Schlusspfiff. Der 1. FC Köln steht im Finale. Und so soll es sein, so muss es sein. Da nochmal Bittencourt haben wir gesehen mit dem 1:0. Zoller mit einer 9,1. Ich bin gespannt, gegen wen wir müssen. Und wir müssen gegen, ihr habt es gesehen, Newcastle United. So, Spieler gesperrt. 2 Spiele haben die den gesperrt. 3 Millionen obendrauf. So, wir motivieren die Jungs nochmal. Werden dann jetzt ein bisschen hier umstellen. Wir müssen natürlich Hector rausnehmen. Für Hector werde ich bringen. Wen werde ich bringen? Ich würde sagen Nate. So, Horn bringt, wird auf jeden Fall in die Startelf rücken für Rausch. So, Cordoba nehmen wir auf jeden Fall mit. Quairos nehmen wir mit. Höger nehmen wir mit. Özkan bleibt ebenfalls zu Hause. So, Meré nehmen wir noch mit. Und sein erstes Spiel für Christian Früchtl. So. Ich glaube, Dominik Maru nehmen wir anstatt Handwerker mit. Ja, so möchte ich spielen. Die Kapitänsbinde hat Sörensen. Richtig so. Wir gehen schon mal einen Tag weiter. Leider keine neuen Anfragen bekommen, dass wir vielleicht doch Timo Horn wegkriegen. Aber vielleicht kriegen wir Timo Horn ja im nächsten Part weg. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Werde mich auch noch drum bemühen, um einen guten rechten Mittelfeldspieler, der zur Not mal Risse ersetzen kann. Ebenso, eigentlich, ich habe meine gute und sichere Abwehr in der Mitte, Heinz und Sörensen. Vielleicht werden wir gucken, ich habe noch einen im Kopf, vielleicht für die linke Verteidigung, um da auch einen 70er hinzukriegen, Klünter ein bisschen trainieren, dann ist er auch schnell jetzt auf der 70. Gomez noch trainieren, Eggestein noch trainieren, damit die auch schnell hochgehen. Auch muss ich jetzt gucken, dass wir natürlich viele Spieler mal verkaufen, da der Kader, der ist voll. Wir haben einen riesengroßen Kader mit Horn, Kessel, Müller, die 3 Torhüter müssen weg. Özkan wird ja, wie es aussieht, ausgeliehen, Rausch auf der Transferliste, Lehmann, Clemens, Handwerker, geht nicht, Zoller, glaube ich, habe ich ja auch auf die Transferliste gesetzt. Girassi will ich verleihen, wenn es möglich ist. Maro kommt noch weg. Höger und Osako. Aber wir sehen, was uns die nächsten Tage bringen wird hier im Spiel. Wenn es euch gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.